Sophia lernt jeden Tag was Neues dazu. Sie ist wirklich ein helles Köpfchen. Kann ich bald mal wieder mit? Jederzeit. Beinahe hätte ich heute auf Sie aufpassen sollen. Beinahe? Ja, Carla hat eine Einladung zu einer Vernissage und ich hätte babysitten sollen. Wo ist das Problem? Ich habe eine dumme Bemerkung gemacht. Was hast du denn gesagt? Carla will wieder arbeiten und ich habe gesagt, mich bringen keine 10 Pferde weg von Sophia. Na und? Jetzt denkt sie, ich halte sie für eine Rabenmutter, weil sie wieder zurück in ihren Beruf will. Vielleicht sind Mütter in diesem Punkt ein bisschen sensibel? Hast du nicht erklären können, wie du es meinst? Es ging nicht, sie hat komplett dicht gemacht. Schade, wir haben uns gerade wieder so gut verstanden. Naja, man soll der Vergangenheit nicht hinterher trauern. Immer schön nach vorne gucken. Schließlich wollte ich die Scheidung. Ich fände es trotzdem schön, wenn ihr euch das nochmal überlegen würdet. Susanne, ich bin's, Carla. Carla? Ich hab noch mal nachgedacht und ich würde wirklich gerne auf diese Vernissage gehen. Soll ich doch babysitten? Würdest du das wirklich tun, obwohl ich dich eben so angeblafft habe? Ja, klar. Wann soll ich da sein? Gott sei Dank wurdest du nicht geblitzt, so schnell wie du hier warst. Keine Angst. Die Zentrale sagt uns immer, wo diese Geier mit ihren Radarkisten stehen. Und, kann ich so gehen? Wow, 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 wow. Hier, guck mal, Sophia. Komm mal mit. Komm mal her, meine Kleine. Guck dir mal an, wie wunderschön deine Mama ist. Gibst du mir ein Abschiedsküsschen? Mwah. Es dauert auch nicht lang. Amüsier dich ruhig. Wir zwei werden uns schon nicht langweilen. Ja, das glaube ich auch. Sei schön lieb zu Susanne, ja? Ich muss los. Ach, es könnte sein, dass sie hustet. Sie ist seit gestern ein bisschen erkältet. Aber es ist nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Und was ist, wenn sie Fieber kriegt? Kriegt sie nicht. Und zur Not sind noch Zäpfchen im Arzneischrank. Ich muss los. Aber warte. Bei Babys schleimen ja oft die Atemwege so schnell zu. Hast du irgendwas, was ich ihr geben kann? So, und jetzt hast du alle Nummern. Ja. Ist da auch die Nummer von der Kinderärztin drauf? Ja, gleich hinter der von der GSG 9, falls unsere Kleine von Aliens entführt wird. Jetzt mach dich nicht lustig. Susanne, es kann nichts passieren. Ich bin in einer Stunde wieder da und hab mein Handy an für alle Fälle. Wie kann ich den Hausmeister erreichen? Nur so für alle Fälle. Du rufst den Fahrstuhl, drückst den Alarmknopf und ich glaube, dann kommt irgendjemand vorbei. Carla, ich möchte, dass wir alle ein gutes Gefühl haben. Dir geht's hier um was ganz anderes, stimmt's? Du willst mir zeigen, was ich für eine schlechte Mutter bin? Weil ich mein todkrankes Baby ganz allein lasse und mich auf einer völlig belanglosen Vernissage amüsieren gehe. Was machst du? Ich lasse die Vernissage sausen. Ich hätte sowieso keine ruhige Minute. Aber du hast dich doch so drauf gefreut. Und hinterher darf ich mir dann die Vorwürfe anhören. Wer bitte macht dir Vorwürfe? Du, das hat sich eben so angehört. Wie kannst du nur deine Tochter alleine lassen? Das ist doch Blödsinn. Kann es sein, dass du dir Vorwürfe machst? Quatsch. Ich habe einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich und Sophia jetzt allein lasse. Ich passe gut auf sie auf. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Und wenn du nicht bald gehst, dann ist das Buffet leer gefressen. Du rufst mich jede halbe Stunde an, ja? Nein, das werde ich nicht tun. Du sollst dich amüsieren. Und frag dich nicht dauernd, ob du eine gute Mutter bist. Das bist du. Jetzt geh schon. Du hast sie verdient.
Schlaf wieder ein. Hm? Nein. Was hast du denn? Geht's nicht gut? Hm? Oh mein Gott. Du bist ja ganz warm. Na ja, du hast ja Fieber. Hm? Na ja, meine süße kleine Maus. Hm? Ui, ui, ui. Was meinst du, sollen wir machen? Sollen wir deine Mama anrufen? Nee. Na, die macht sich ja gleich Sorgen, so viele. Hm? Nee, die soll ihren freien Abend genießen. Na? Wir zwei schaffen das schon, ja? Hm?